Hallo Leute, ich versuche alle NES-Games dieser Welt zu zocken. Und heute ist dran Defender of the Crown. Ich habe ein bisschen so die Angst, dass das jetzt ein Game ist, wo man ein bisschen länger zocken muss, um da reinzukommen. Mal schauen, ob dem wirklich so ist. Ich zocke ja jedes Game immer mindestens 10 Minuten. Und ich habe so die Befürchtung, dass das ein Game ist, wo man sich richtig Zeit nehmen muss. Schauen wir mal. Mir sagt das Spiel gar nichts, ich kenne es nicht. Zocke es gerade zum ersten Mal mit euch. Aha, hier kann ich mir einen aussuchen. Das ist ein Superhelden. Der mit dem Schnauzbart. Der mit dem Vollbart. Nehmen wir den, der schaut schon richtig schön verschlagen aus, den nehme ich. Story gibt es auch zum Lesen. Schöne Pixelgrafik. Okay, mein Status anscheinend. Okay. Aha. Ist das ein Strategiespiel oder was? Terminal. Aha, okay. Kein Menü. Aha. Okay, dann schauen wir mal da. Ah ja. Okay, jetzt müssen wir noch wissen, was ich drücken muss. Tja. Okay, ich drücke einfach. Was muss ich machen? Ich bin tot. Aber krasse Grafik. Was muss ich machen da jetzt? Kann also zurückweichen und nach vorne gehen. Batsch, halt mal auf die Rübe mit dem komischen Wömmel. Mach was. Was muss ich machen? Hä? Okay. Ist wohl nicht so gut gelaufen für mich. Okay, man hat ja nur zwei Buttons, also so viel Erklärung braucht es ja nicht am NES. Welches möchte ich angreifen? Kann ich den einsamen Reiter da angreifen? Ah, okay. Das ist meins. Das mit ihm da? Okay. Angriff! Das schaut irgendwie so nach einem C64-Game aus. Ah, muss fechten. Ah, ist fechten. Aha, ich habe ein bisschen gestupst mit dem Fechter. Und er ist tot. Sehr gut, da kommt noch einer. Auch er wird gleich sterben, weil sein Schwert ist viel kürzer als meins. Also, falls ihr mal Zeitreise macht und ins Mittelalter kommt, dann immer schön brav das lange Schwert nehmen, damit euch die Jungs mit dem kurzen Schwert nicht töten. So einfach ist das. So einfach war das, Leute. So, da, den kitzeln wir dann mit dem Schwert halt ein bisschen da. So, da. Jetzt bin ich tot. Okay, jetzt hat er mich zu viel gekitzelt mit dem Schwert. Ja, ich bin nicht so ein erfolgreicher Burgherr, glaube ich. Was ist da los? Read Map, Move Army. Angriff. Da.
Angriff. Okay, dann kauf mir eine Armee. Fertig. Ich habe keine Ahnung, Leute, es tut mir leid. Vielleicht kann ich dann doch mal diesen. Okay. Möchte wieder zurück. Start. Select. Möchte da raus. Ja, welches soll ich? Ich will eh ganze Zeit irgendwas aus. Wieso will er das alles nicht? Mag er nicht. Mag er nicht. Mag er erst recht nicht. Mag er auch nicht. Ja, was magst du denn? Keine Ahnung, was willst du von mir? Pff, ich hab keinen Bock hier. Es tut mir leid, Leute. Wahrscheinlich ist es kein schlechtes Spiel, aber man braucht eine Anleitung dazu oder man muss sich halt irgendwie damit beschäftigen und einfach, sorry, 10 Minuten. Wenn ich in 10 Minuten nicht reinkomme in das Game, dann ist es für mich halt leider einfach tot. Ist schade vielleicht, aber ich mach dann noch sowas hier. Das ist ja alles irgendwie ganz nett gemacht, keine Frage. Sie haben sich auch mit der Grafik richtig Mühe gegeben. Ich hab gewonnen. Wenn ich wüsste, was ich machen muss. Was ist jetzt wieder? Okay. Ich habe Gold bekommen oder was? Schön. Gibt es noch ein anderes? Nein, da wollte ich nicht. Nochmal so ein anderes. Kann ich keins mehr machen? Oh je. Es ist der Gegner am Zug gewesen oder was? Also welche Mitte ging er? Ziehen das? Kriege ich immer Geld. Kann ich eine Armee kaufen? Ja, kaufe ich. Alles gekauft, kein Problem. Hab Geld. Ui, da unten tut sich was. Aha. Oje. Ja, ein bisschen Gold. Ich glaube, ich sollte irgendwo angreifen. Ich muss jetzt immer in die Army. Wie mache ich das? Conquest, Move Army, Read Map, Transfer. Ja, er soll in meine Army bitte. Ja, könnt ihr bitte in meine Army gehen? So. Put man into army. Ja. Okay, ich suche mir eins aus. Nimm das hier. Ich würde das gerne angreifen. Nein, ich kann mir das nur anschauen hier alles. Na. Nein, Leute. Tut mir leid. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gar kein schlechtes Strategiespiel ist, aber nicht 2019 und nicht mit der Ausdauer von mir. 10 Minuten und Anleitung lesen. Sorry, ist nicht drinnen. Tut mir leid, auch wenn mir da vielleicht etwas entgeht. Deswegen möchte ich gar nichts Abwertendes zu dem Game sagen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nichts dazu sagen. Sorry, außer dass die Grafik ganz
okay ist. Und ja, Gameplay, keine Ahnung. Ja, danke fürs Zuschauen trotzdem. Wenn ihr mehr Erfahrung mit dem Spiel habt, als ich, dann schreibt mir gern was dazu in die Kommentare, wie es so ist und wie es so war. Ansonsten Daumen hoch da lassen, mal abonnieren bitte. Dann gibt es jeden Tag ein neues NES-Game und da gibt es dann vielleicht mehr Action als heute. Und da drüben, da drüben gibt es noch mehr Games, die ich bereits gezockt habe. Ciao, ciao, Leute. Bis bald.